So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Reihe Obers Internetempfehlungen. Und es gibt eine interessante Seite hier zum Herunterladen von Videos, nämlich von Facebook. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man bei Facebook auf ein Foto klickt, rechts draufklickt, dann steht da, kann man runterladen. Bei Videos geht das nicht. Aber da gibt es ja diese Seite dafür. Gucken wir da mal drauf. Die Seite heißt bacharfb oder bacharfb.com und da steht dann zum Beispiel hier Search Facebook Videos und man soll dann hier den Link eingeben und da hat man zum Beispiel mal hier, das hier wurde jetzt auf Facebook 5 Monate her, wurde das gepostet, ja, und dann hat man hier den Link irgendwo. Na, da unten steht es, oder man gibt dann hier diesen Link hier zum Beispiel ein. Facebook.com ist egal, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, hier Facebook zu machen im Moment gerade. Oder man klickt einfach mal hier drauf. Was haben wir denn in den letzten 24 Stunden gehabt? So, das sind jetzt Sachen, die also auf Facebook gepostet wurden. Erstmal mit Werbung und dann skippen wir das mal. Der hat das also auf Facebook gepostet. Das ist aber offenbar ein YouTube-Video, so wie es aussieht, oder? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier rechts noch? Ein 29-sekündiges MRCI-Video. Ah, Musiker sogar. So, dann haben wir hier Facebook News. Also immer wenn ihr ein Video seht auf Facebook und dann könnt ihr ja die Adresse kopieren und dann tut ihr die Adresse hier oben rein. Facebook.com Video PVP Klammer Fragezeichen Video gleich unter die Nummer und dann lädt er das runter. Einfach nur auf den Download klicken, ja, na, und dann ist gut. Wo sind wir hier? In China? Genau. Das hat irgendeiner auf Facebook gepostet. Polizei hat irgendwas gefunden. Offenbar. Ja, ich verstehe alles. Und genau. Das lassen wir mal aus. Und ja, das war's. Kleine Seite, aber interessante Sachen dabei. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Der ein oder andere hat ja Facebook von euch. Ich übrigens auch. Ich habe meine Facebook-Seite, darf ich jetzt mal hier erwähnen. Kommt allerdings kaum was, weil auch kaum Reaktion da ist. Aber war bei dem ersten auch schon mal so. Ich habe ja schon mal eine gehabt und denke, jetzt machst du es mal wieder. Aber naja, vielleicht guckt da mal rein, vielleicht schreibt da mal was, keine Ahnung. Oder ihr ladet ein Video runter, das ich da gepostet habe. Ich habe bisher noch keins gepostet. Aber können wir ja mal testweise machen. Dann lade ich ein Video hoch und dann gibt es das hier als Download. Oder? Naja. Auf jeden Fall Facebook, bajarfb.facebook.com. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Seite. Tschüss und bye bye. Und immer das Copyright beachten. Natürlich ist ja klar. Ne?